unser erster offizieller Tag in Sydney. Wir sind gestern relativ spät ins Hostel eingecheckt, weil Chaos-Tag. Aber jetzt haben wir gerade schon was eingekauft und das Erste, was wir natürlich machen in Sydney, ist ein Tattoo-Studio zu besuchen, weil dieser jemand hier möchte gleich schon wieder ein bisschen Ink. Und deswegen suchen wir jetzt noch ein bisschen. Aber wie ist es dann? Ist es dann direkt Walk-in oder sagen die dann, du sollst am Dienstag oder so nochmal kommen? Also die meinten, dass sie vielleicht gleich schon Zeit haben. Oh, nice. 2 Stunden später. Wir haben das Tattoo-Studio gefunden und Jessie, meine Liebe, hatte ihre erste Besprechung. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Super excited. All ready, best done. Und jetzt wird es, glaube ich, am Dienstag, ja, Dienstagvormittag passieren. 2 kleine neue Tattoos für sie. Ich werde mich bestimmt auch nochmal tätowieren lassen in der ganzen Zeit, aber hopefully erst spätestens dann im Gold Coast. Jetzt machen wir noch ein bisschen Sightseeing und dann ist, glaube ich, schon fast wieder ein bisschen Zeit für Mittagessen, würde ich sagen. Wir sind jetzt am Opera House angekommen und ich kann es schon erkennen. Tada! Erstmal Lunch, bisschen Salat mit der Aussicht. Top. Fange ich dann da jetzt nochmal an. Also, ich habe gerade am Opera House einen Anruf bekommen. Das einzige Ding ist, dass im April in Queensland nochmal so eine Art TÜV ist für das Auto. Und dadurch, dass es halt schon so ein bisschen alt ist und definitiv nicht alles dort funktioniert, wird wahrscheinlich da auch nochmal einiges an Kosten auf mich zukommen. Aber muss jetzt gemacht werden. Ist irgendwie ziemlich doof, aber das ist jetzt so der Stand. Also theoretisch könnte ich es gleich in ein paar Stunden abholen, aber wir sind ja jetzt hier eigentlich an einem richtig schönen Spot und ich will mir jetzt eigentlich den Tag auch nicht verderben lassen davon. Deswegen wird es einfach hoffentlich lasst es noch erstmal mit dem Auto. Ein neuer Tag in Sydney. Wir sind heute unterwegs nach Bondi Beach und wollen einen Coastal Walk machen. Und ja, dann den Strand auszuchecken. Ich bin schon mega gespannt. Es ist super warm. Ich habe mich gestern auch wieder dezent verbrannt. Aber ja, ich freue mich. Wir sind am Strand angekommen und es ist so schön. Wir haben jetzt noch so einen Trail gefunden. Der geht bis nach Bondi Beach. Und den laufen wir jetzt. Und dann sind wir gut aufgeheizt. Wir sind gerade bestimmt gute 5 Minuten gelaufen. Und dann haben wir erstmal festgestellt, dass mal wieder aus Tessen. Und wir genießen noch ein bisschen die Aussicht, bevor wir den Train nach Bondi gehen. Lecker Salat heute.
bisschen zusammengemanscht. Aber das wird uns wieder ein bisschen stärken. Wie schön ist das bitte hier? Wow. Wir sind gerade an einem riesengroßen Friedhof vorbeigekommen. Direkt an dem Coastal Walk, aber was eine Hammer Aussicht, oder? Also, richtig, richtig nice. Aber das ist riesig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, bis doch da hinten. Aber heftig. Wir haben es geschafft. Hallo Bondi. Jetzt aber speedy nach unten zum Strand. Einfach traumhaft schön hier in Bondi Beach. Die Wellen sind abartig riesig. Hallo. Hallo. Und Jessie, Sonnenbrille, möchtest du mal erzählen? Wir sind beide ins Wasser und dann... Und dann war sie einfach weg. Einfach eine Welle und flupp, 200 Meter weit geschleudert. Sehr schön. Weil als ich das letzte Mal in Australien war, habe ich leider auch meine Sonnenbrille verloren. Und dann war sie ganz schnell wieder draußen. Also Sonnenbrille und die Jessie. Und ich bin noch ein bisschen geblieben. Mir hat fast ein paar Mal meinen kompletten Bikini weggespült. Aber es ist halt, es sind heftig riesige Wellen. Und es ist ziemlich knackig kalt, aber es ist, es, wir sind hier, wir sind in Sydney, wir sind in Bondi Beach. Und jetzt tannen wir noch ein bisschen. Hallo. Bisschen Sand hier am Start. Schön. Das ist so schön. Ich zeig's euch mal. Ist zwar echt voll, aber die Wellen sind der Hammer.